Herzlich willkommen zum zweiten Teil, wo es um Auftrieb und Strömung geht. Wir wissen, was statischer und dynamischer Auftrieb ist. Und jetzt schauen wir uns ein paar Anwendungsfälle aus dem Sport an. Stehen geblieben sind wir beim Magnus-Effekt. Der Magnus-Effekt wurde entdeckt und benannt durch den Physiker Heinrich Gustav Magnus, welcher von 1802 bis 1870 lebte. Also ist schon eine Zeit her. Der Magnus-Effekt wird auch Magnus-Kraft genannt. Diese Kraft tritt bei vielen Sportarten auf. Eigentlich in jeder Sportart, in der sich ein Ball um die eigene Achse dreht und sich dabei durch die Luft oder ein anderes Medium bewegt. Durch Rotation des Körpers kann die Luft länger und schneller an einer Seite des Körpers vorbeiströmen. Dies bewirkt, laut der Theorie von Bernoulli, eine Asymmetrie und Differenz hinsichtlich des Luftdrucks an den beiden gegenüberliegenden Seiten des Balles. Auf der einen Seite, wo die Luft schneller vorbeiströmt, entsteht ein Unterdruck. Auf der gegenüberliegenden Seite sind Rotation und Luftströmung gegenläufig. Die Luft kann den Ball auf dieser Seite also nicht schnell umströmen, weil sie von der Rotation gebremst wird. Hier entsteht somit ein Überdruck. Durch das Wirken der Magnuskraft wird die Flugbahn des Körpers berechenbarer und die Sportler können sie besser kontrollieren. Der Magnus-Effekt wird in vielen Sportarten benutzt, zum Beispiel beim Tennis, Volleyball, Tischtennis, Golf etc. etc. Die Größe der wirkenden Magnuskraft ist dabei abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Um das zu verstehen, schauen wir uns folgende Formel an. Wir sehen ein Fm links von der Gleichung, das steht für Magnuskraft, und ganz, ganz viele griechische Buchstaben auf der rechten Seite. Dabei steht Rho für die Dichte des Mediums, A für den Formwiderstand, Cm ist der Koeffizient des Magnus-Effekts, V ist der Betrag der Ballgeschwindigkeit, das heißt, wie schnell der Fußball, sagen wir mal, sich bewegt in der Luft. Und hier rechts nehmen wir noch einmal das Kreuzprodukt aus Omega und dem Ballgeschwindigkeitsvektor. Das Ergebnis Fm ist wieder ein Vektor, weil wir eben ganz, ganz viele Skalare, ganz viele Zahlen mit einem Vektor multiplizieren. Schauen wir uns diesen Effekt mal an folgendem Experiment an. Wir lassen einen roten Schaumstoffball ganz normal eine schiefe Ebene hinabrollen. Und wir merken uns, wo dieser Ball landen wird. Das gleiche wiederholen wir jetzt mit einem anderen Körper, nämlich mit einem zusammengerollten Papier. Und wir sehen, dass die Papierrolle vorher auf dem Boden landet als der Schaumstoffball. Und das hat viele Gründe, wie wir in der vorigen Formel gesehen haben. Zum einen ist die Anströmfläche beider Körper sehr unterschiedlich. Fassen wir also zusammen, der Magnus-Effekt beschreibt die Wirkung einer Querkraft, die ein rotierender Körper in einer Strömung erfährt. Die Eigenrotation führt dazu, dass die Luft den Körper auf der einen Seite schneller und auf der anderen Seite langsamer umströmt. Außerdem ist die Magnuskraft proportional zum Vektorprodukt der Winkelgeschwindigkeit. Dieser gibt Auskunft, in welche Richtung sich der Ball dreht, und seiner Translationsgeschwindigkeit, das heißt, wohin der Ball fliegt. Weitere Strömungseffekte, die im Sport auftreten, finden wir beim Speerwurf. Hier greifen mehrere Kräfte nahe am Zentrum des Speers an. Am Körperschwerpunkt greift natürlich die Gewichtskraft an, die hier mit Fg gekennzeichnet ist. Fw steht für die Widerstandskraft. Wir wissen ja, bei hohen Geschwindigkeiten macht sich der Luftwiderstand schnell bemerkbar. Und dA steht für den dynamischen Auftrieb. In der Flugbahn des Speers entstehen Kippmomente, da der Angriffspunkt von Auftriebs- und Widerstandskraft nicht gleich dem Angriffspunkt der Gewichtskraft ist. Gekennzeichnet sind die beiden Angriffspunkte im Speerzentrum mit den zwei schwarzen Punkten. Bei steigendem Angriffswinkel, hier gekennzeichnet durch den Buchstaben Gamma, erhöhen sich die Kippmomente. Erhält der Speer zu Beginn des Wurfes einen Drehimpuls, so ist der Angriffswinkel erhöht und der dynamische Auftrieb kann länger am Angriffspunkt greifen. Somit wird der Speer weiter fliegen. Dann hoffe ich, dass ihr mir einigermaßen folgen konntet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Tutorial. Macht's gut!